Kapitalismus, Klimawandel, alte Rollenbilder und toxische Beziehungen. Alles Themen von Playlist. Hier werden 7 Einakter und Libretti gezeigt. Sie alle vereint eine Form der Endzeitstimmung. Bei Playlist sind eigentlich alle Stücke interdisziplinär mit Gesang, mit Oper. Es ist immer so an der Schnittstelle zu musiktheatralen Arbeit. Und das Besondere in der Arbeit ist eigentlich, dass man ja für jedes Stück eigentlich nur so gefühlt 4,5 Stunden bis 6 Stunden Probenzeit hat. Durch die Masse einfach, um da durchzukommen, weil wir 2 Wochen Probenzeit haben für die Stücke. Unabhängig von diesen Einzelstücken haben wir gemeinsam versucht, so ein Gesamtkonzept zu schaffen, ein Gesamtframe. Wir haben zusammen diesen Bühnenraum entwickelt, weil wir eben nicht wollten, dass jedes einzelne Stück total unabhängig voneinander in diesem Raum existiert, sondern uns war es wichtig, einen gesamten Abend zu schaffen, in dem aber trotzdem jedes einzelne Stück für sich funktionieren kann. Die Stücke wurden von den Studierenden der LMU selbst geschrieben, die Musik von den Studenten der Hochschule für Musik und Theater komponiert. Die Schauspieler kommen von der Theaterakademie August Everding. In der Autorenwerkstatt haben sie alle die absolute Freiheit, sich auszuprobieren. Für die Studenten etwas ganz Besonderes. Das Projekt ist sehr einzigartig im Studium, weil es tatsächlich die Möglichkeit zur praktischen Arbeit gibt und ein bisschen den theoretisch-wissenschaftlichen Kontext verlässt. Und ja, man so ein bisschen den Freiraum bekommt, kreativ arbeiten zu können, was sehr, sehr besonders ist im universitären System. Ich finde es so wichtig, weil also eine Künstlerin und Artistin, man kann wirklich machen, was man wünscht. Und das ist sehr schön. Mir gefällt das auch gut, dass ganz viele verschiedene Bereiche dabei sind. Operngesang, Musik, Schauspiel, Regie, alles Mögliche. Die Autorin selber ja auch, und das ist irgendwie spannend. Vor allem einfach, weil ja jetzt sehr junge, vor allem nur Studenten eigentlich hier beteiligt sind, und das ist natürlich dann wegbereitend für deren Karriere, für neue Ideen, weil wir eben auch von etablierten Institutionen wie zum Beispiel den Kammerspielen unterstützt werden, dass da eben die Jugend sehr, sehr ernst genommen wird, und das bringt natürlich die ganze Kunstszene immens weiter. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass jetzt mal nicht so die Akademie auch so über die Schulter guckt und irgendwie, ja, macht man nicht so. Und es ist mehr ein Zusammen, es ist ein Zusammenarbeiten, und das ist sehr schön. Playlist ist eine Kooperation der LMU, der Münchner Kammerspiele, der Bayerischen Staatsoper, der Hochschule für Musik und Theater und der Theaterakademie August Everding. Wir klagen immer wieder so ein bisschen skeptisch über die überaltete Gesellschaft, und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Es geht um nichts anderes, als was jungen Leuten durch den Kopf geht, und es geht den jungen Leuten unglaublich viel durch den Kopf. Und die Stärke des Projektes liegt darin unter anderem, dass es spontan, charmant, schnell, absolut praxisorientiert ist. Für die Oper zu schreiben, später für Musiktheater, bedeutet auch, dass man für das Theater schreiben können muss. Man muss auch mit Text umgehen können, man muss Text verstehen. Das macht Laura ganz großartig. Sie zwingt unsere Studierenden zur Textanalyse. Das machen ja Kompositionsstudenten jetzt auch nicht normalerweise. Ich halte das für absolut unerlässlich, dass sie das lernen, weil sie später vielleicht auch mal mit Texten umgehen müssen. Mentoriert werden die Stücktexte von bekannten Autorinnen und Autoren. Sie mentorieren mit dem Dramaturgen der Münchner Kammerspiele Tobias Schuster und mit mir. Also es sind 3 Mentorinnen, die geschriebenen Texte, die Texte dann begleiten. In dieser Edition die Mentorin ist Sivan Ben Ishai. Wenn die Texte dann fertig sind, werden dann, wie gesagt, komponiert von den Kompositionsstudierenden der Musikhochschule München. Auf der Studiobühne in München wurde geprobt und die ersten Vorstellungen gespielt. Die Bühne ist ein fester Bestandteil des Instituts für Theaterwissenschaft der LMU. Wir sind natürlich in erster Linie ein theaterwissenschaftliches, theoretisches Institut, aber wir bemühen uns sehr, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, auch sich praktisch zu erproben. Und da gibt es bestimmte Formate. Das eine ist ein Bühnenpraktikum, was jedes Semester stattfindet. Und das andere sind freie studentische Projekte, wo die Studierenden aufgefordert werden, ganz alleine ein Projekt zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich noch so Mischprojekte. Dazu gehört auch Playlist.
Noch bis zum 14. Juli sind die einzelnen Stücke von Playlist in der Bayerischen Staatsoper zu sehen.